Hallo zusammen, ich begrüße euch zu den letzten zwei Videos zum Untertan, den geplanten Videos. Es ist 5 Monate her, dass ich das letzte Untertan-Video gemacht habe, weil ich das zwischendurch nicht unterrichtet habe. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass ich doch noch die letzten zwei Kapitel mache und ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, sie innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen fertig zu machen. Das heißt, spätestens zu den Hamburger Herbstferien ist der Untertan dann komplett erklärt. Gerne diesen Kanal weiterempfehlen, abonnieren, kennt ihr ja schon, Glocke aktivieren, was auch immer. Das gesagt, geht es weiter mit dem Untertan. Es ist ja eine Spezialität von Heinrich Mann, dass die Kapitel in diesem Untertanwerk immer länger werden. Dieses 5. Kapitel hat über 100 Seiten im Reklam. Die Seitenzahlen, die ihr neben als Nummern seht, die sind aus der Reklamausgabe. Wenn ihr andere Ausgaben nutzt, wisst ihr ja, müsst ihr das ein bisschen anpassen. Aber die Einteilung wird euch helfen, die richtigen Stellen dann schnell zu finden. Ich habe dieses Kapitel in 3 große Teile eingeteilt, sodass es für mich selbst auch handhabbarer ist, damit ich mir es leichter vorstellen kann. Die zentrale lange Szene in diesem Kapitel ist der Harmonieball. Das sind von 295 bis 353 quasi quasi die Hälfte dieses Kapitels, fast die Hälfte des Kapitels. Und deswegen teilt sich für mich dieses Kapitel in die Zeit vor dem Harmonieball und die Zeit nach dem Harmonieball. Dann ist es einmal wichtig, das in den Gesamtzusammenhang einzuordnen. Vorher im Kapitel 4 hatten wir ja sozusagen diesen Prozess gegen Lauer, wo im Prinzip im Vorfeld von dem Prozess sich die gesamte Gesellschaft von Netzig von Diedrich Hässling distanziert hat, er sozusagen ökonomisch, aber auch gesellschaftlich sozusagen ein Ausgeschlossener wird und innerhalb dieses Prozesses, der dort in dem Kapitel 4 auch einen sehr großen Raum einnimmt, so wie der Harmonieball hier im Kapitel 5, dreht sich sozusagen die Stimmung in diesem Prozess mehrfach und landet am Ende so, dass Diedrich und sozusagen die kaisertreuen Nationalgesinnten sich im Oberwasser befinden. Und die symbolische Krönung ist dieser gefakte Brief, den Diedrich Hässling im Namen des Kaisers schreibt und auf den kein Dementi folgt. Also niemand vom Hof stellt das richtig, weil offensichtlich sozusagen die Worte so gewählt sind, dass das niemand anstößig findet oder es ist allen egal, was dort in der Provinz passiert. Jedenfalls ist es für Diedrich Hässling sozusagen der Beweis, dass er sich jetzt der Macht, seiner hochverehrten Macht, immer mehr annähert. So, das heißt, persönlich ist Diedrich Hässling am Ende des 4. Kapitels oben auf gewesen. Das 5. Kapitel schauen wir uns gleich an. Und das zeigt, wie reagiert eigentlich dann nach diesem Prozess die Netziger Gesellschaft auf Diedrich Hässling. Ich habe das Kapitel Gustes Eroberung und der Kronenorden genannt, weil das sind die zwei im weiteren Verlauf sehr wichtigen Punkte. Also im Verlauf dieses Kapitels wird Diedrich Hässling Guste erobern und dann auch heiraten. Und er wird am Ende des 5. Kapitels einen Orden, also einen Kronenorden überreicht bekommen, verliehen bekommen und damit ist er sozusagen in die Hierarchie des Kaiserreichs sozusagen offiziell aufgenommen. Das ist sozusagen, er ist zwar selbst nicht adelig, aber ihr wisst, er bewundert die Aristokratie, möchte da möglichst nah dran sein und so ein Orden ist schon eine Auszeichnung, die direkt in diesem kaiserlichen System passiert und ihn deswegen seiner Vorstellung von Macht am nächsten bringt. Das heißt, wir sehen hier seinen Aufstieg in verschiedenen Bereichen. Und wir werden uns in diesem Video auch dann nochmal wieder mit den satirischen Elementen befassen, denn durch diesen gesamten Roman zieht sich ja durch, dass Heinrich Mann sich mit diesem Roman über die Gesellschaft des Kaiserreichs und die Untertanenmentalität hier personifiziert in Diedrich Hässling, aber auch bei den anderen Figuren, die auftauchen, findet man viele von diesen Sachen immer wieder zeigt.
So. Ich werde nun durch diese Unterkapitel, in die ich sozusagen dieses fünfte Kapitel eingeteilt habe, der Reihe nach durchgehen. Wir haben am Anfang dieses Kapitels eine Situation, in der sich Diederich Hässling Guste nähert, die zwei auch so ein Techtelmechtel in seiner Fabrikhalle haben, sie sich aber dann auch wieder von ihm distanziert. Aber wir sehen an dieser Szene, dass sich Diederich Hässling jetzt wirklich unterstützt fühlt und er mutiger wird, draufgängerischer in seiner Art und Weise. Aber es bleiben immer wieder, wenn ihr euch das Kapitel oder diese Szenen genau anguckt, immer auch diese Feigheit, die trotzdem immer wieder auftaucht. Das heißt, wir haben hier Guste als weibliche Person, die er attraktiv findet. Und dann wird das aber auch gleich wieder also es gibt dann noch diese zweite Frauenfigur, Käthchen, die in einer unmittelbar folgenden Szene nochmal vorgestellt wird, nämlich in dem Jadason, Diederich und Käthchen sich sozusagen an einem komprimierenden Ort treffen. Also Diederich trifft in einer Kneipe, in dem Grünen Engel, glaube ich, Käthchen. Und er hat Jadason dabei. Und eigentlich haben sich ehrbare Frauen abends nicht allein irgendwo in Gastwirtschaften rumzutreiben in der damaligen Zeit. Und insofern ist es so, dass er das schon lasterhaft findet, also in seinem moralischen Vorstellung. Aber die drei gehen dann quasi zusammen feiern nach einer ersten peinlichen Sekunde. Und Käthchen ist hier auch wirklich sozusagen die Verführerische, die auch also mit beiden spielt. Und im Nachhinein ist sozusagen Diederich geschockt davon, dass jemand sich so viel Freiheit herausnimmt. Und er beschreibt ja auch immer wieder, dass Guste und Käthchen sich äußerlich so ähnlich sind, aber innerlich doch ganz anders. Und dieses hingezogen fühlen zu Frauen kommt dann wieder sozusagen in diesem, also dieses, dass sich eine Frau wie Käthchen nicht einer Hierarchie unterordnet und nicht den Regeln unterordnet, das macht sie sozusagen zu einer Verworfenen. Und er, auch im Gespräch mit seinen Schwestern, setzt sich die ganze Zeit damit auseinander, was Frauen dürfen, was sie nicht dürfen. Für ihn ist es so, dass sich Frauen eindeutig unterzuordnen haben, aber er merkt auch schon, dass er sich zu bestimmten Sachen hingezogen fühlt, auch zu mächtigen Frauen. Es ist auch diese sadomasochistische Struktur. Einerseits möchte er herrschen oder aber beherrscht werden. Und wir hatten ja auch schon vorher in den Kapiteln, dass er sozusagen deswegen eigentlich auch überhaupt gar keine echte Partnerschaft, also auf Augenhöhe mit Frauen haben kann, sondern immer in diesem Zwiespalt gefangen ist, sich unterzuordnen oder über jemanden zu herrschen. Und Käthchen macht dieses Spiel an der Stelle nicht mit. In den Gesprächen mit seinen Schwestern kommt das übrigens auch raus. Emmy, seine Schwester, wehrt sich dagegen, dass man über Käthchen lästert. Sie sagt, es ist auch das Recht der Frauen sozusagen, sich auszuprobieren. Und man sieht hier so ein bisschen Anflüge von Feminismus, die Heinrich Mann hier reinfließen lässt, die aber sofort quasi wieder konterkariert werden. Und Diederich Hässling verbietet seinen Schwestern den Mund. Für ihn ist seine andere Schwester, die eben den Fabrikanten geangelt hat, sozusagen die erfolgreichere von beiden. Und Emmy, das werdet ihr später sehen, die ein Verhältnis hat mit einem Adligen, die ist eigentlich hier diejenige, die sozusagen für Freiheit für Frauen kämpft. Auf der anderen Seite kommt in demselben Gespräch mit den Schwestern über Käthchen dann ein Gerücht auf, nämlich das Gerücht, dass die Mutter von Diederich Hässling sozusagen so in die Welt setzt, dass es ja damals, als Guste geboren worden wäre, sozusagen die Vermutung gab, dass der alte Buck der Vater von Guste wäre. Also dass Guste ein uneheliches Kind vom alten Buck wäre. Und dadurch wird natürlich diese Verlobung zwischen Guste und Wolfgang Buck als Sohn vom alten Buck sozusagen als
Verlobung zwischen Halbgeschwistern ein kompletter Skandal. Dietrich Hässling verbietet zwar offiziell seinen Schwestern, dieses Gerücht zu verbreiten, aber er nimmt schon auch daran teil sozusagen und freut sich, als das Gespräch dann die Runde macht. Und man weiß eigentlich bis zum Schluss nicht hundertprozentig, wie es genau sozusagen aus diesem Wohnzimmer bei Dietrich Hässling zwischen den Schwestern der Mutter und ihm raus in die Gesellschaft kommt. Jedenfalls macht das Gerücht die Runde. Und Dietrich Hässling benutzt es zumindest später und verteilt es auch weiter, um politisch Erfolg zu haben, nämlich bei seinem Maschinenmeister Napoleon Fischer. Und zwar aufgrund eines Unfalls. Das ist dieser andere Funkkump, der Unfall. In Dietrich Hässlings Fabrik hat ein junges Mädchen, 14-jährig, einen Arbeitsunfall. Ihr Arm wird zerquetscht von einer der Papiermaschinen. Und eigentlich versucht sich dann möglichst schnell Dietrich Hässling mit seinem in der Gewerkschaft als hohes Tier agierenden Maschinenmeister Napoleon Fischer zu einigen darauf, dass er sozusagen freiwillig ein bisschen Entschädigung zahlt, aber sozusagen nicht verklagt wird von der Gewerkschaft, sodass das Mädchen eventuell eine Rente bekommt. Insofern macht sich hier Heinrich Mann auch über die Verlogenheit von zum Beispiel sozusagen jetzt hier den Gewerkschaftern, wie die vertreten sind durch Napoleon Fischer, lustig oder zieht sie hier in dieser Satire mit in den Dreck rein, dass sie für ihren politischen Erfolg am Ende wollen beide, Dietrich Hässling und Napoleon Fischer, Abgeordnete werden im Reichstag. Und für ihren politischen Erfolg verkaufen sie ihre edlen Werte. Dietrich Hässling sozusagen den Wert der Ehrlichkeit, dass man nicht über andere lästert. Er gibt sozusagen das Gerücht über Wolfgang Buck und Guste, dass die beiden Halbgeschwister werden, an Napoleon Fischer weiter. Und Napoleon Fischer wiederum verrät seinen Einsatz für die Arbeiterschaft, indem er sozusagen das Schicksal des Mädchens im Prinzip, also ihm das eigentlich egal ist, wie viel Geld sie als Entschädigung jetzt genau von Dietrich Hässling bekommt, dafür, dass er Agitationsstoff bekommt und sich beide einigen, wie sie sich unterstützen bei den Wahlen für den Reichstag. Dann kommt der Hauptteil dieses Kapitels, der Harmonieball, in dem uns in verschiedenen Szenen vorgeführt wird, wie die Netziger Gesellschaft darauf reagiert, dass jetzt nach dem Prozess die Familie Buck an Ansehen verliert und Dietrich Hässling an Ansehen gewonnen hat. Wir bekommen sehr viele Szenen, in denen Dietrich Hässling mit der Gräfin von Wulkow spricht. In diesen Gesprächen wird immer deutlich, dass er versucht, sich sozusagen anzubiedern. Umgangssprachlich würde man sagen, einzuschleimen, das kann man dort in verschiedenen Punkten immer wieder sehen. Außerdem wirkt die Gräfin auch wirklich ziemlich blöde, von sich selbst überzeugt, aber ohne dass da wirklich viel Kunstsinn dahinter steckt. Also im Harmonieball wird ein Theaterstück aufgeführt, das die Gräfin von Wulkow geschrieben hat, über sich selbst. Und im Prinzip macht sich Heinrich Mann hier über die Rührseligkeit des Adels lustig. Der ist personifiziert in der Gräfin von Wulkow. Dann gibt es die Situation, Jadason spielt in dem Stück mit und alle machen sich lustig über seine Ohren, die offensichtlich ein bisschen abstehen und darüber, dass er dann sehr viel, also er nimmt sich offensichtlich als Rolle sehr wichtig, agiert sehr und er fällt sozusagen in der Gunst des Publikums dann durch. Hier schlägt immer wieder Antisemitismus durch. Jadason, ihr erinnert euch, ist ja ein jüdischer Anwalt, also Staatsanwalt. Und hier wird sozusagen vermischt, also dass er als Schauspieler durchfällt mit seinem Aussehen und mit seiner Religionszugehörigkeit. Und das hat eindeutig antisemitische Züge, die hier gespiegelt werden. Dann wird in anderen Szenen die Stimmung gegen den alten Buck beschrieben, inwiefern sich sozusagen die Gesellschaft von dem alten Buck und allen, die zu seiner Familie gehören, langsam abwendet. Das sind auch verschiedene Szenen. Dann gibt es eine Szene mit Diederich, dem Bürgermeister, Scheffelweis und Wulkow. Und hier wird ganz deutlich, dass von der Hierarchie her Scheffelweis jetzt ganz unten steht in dieser
in dieser Linie als jemand, der vorher versucht hat, sozusagen auch zu lauer zu halten, alles, diese ganze Geschichte ein bisschen runterzukochen. Dietrich Hässling hat Oberwasser und Vulko benutzt eigentlich beide, spielt sie gegeneinander auf, aus und ist auch in seiner typischen Art arrogant, nichtsachtend, auch nicht wirklich das Theaterstück seiner Frau und sozusagen hier die Fäden ziehend. Das heißt, hier wird sozusagen die politische Ebene, also Regierungsrat von Vulko und der Bürgermeister sozusagen, die spielen ein neues Spiel. Der Bürgermeister ist ganz unten, Dietrich dazwischen und dann kommt Vulko, sodass sich das auch umdreht. Dann gibt es aber auch eine Szene mit Dietrich und dem alten Buck. Da guckt er vorher, dass alle anderen wegschauen, weil er so feige ist, dass er es nicht schafft, einfach nur den alten Buck zu missachten, sich nicht ihm anzunähern, denn er möchte von ihm nominiert werden als Kandidat der Liberalen, obwohl es überhaupt nicht seine Partei ist, für den Posten im Stadtrat. Deswegen schmeichelt er sich auch hier beim alten Buck ein, versucht dann sozusagen gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und hier noch alle Eisen im Feuer zu halten. Und das ist seine Verlogenheit, von wegen, er spricht ja immer ganz viel von der Ehre des deutschen Mannes und dass er die Wahrheit so liebt. Und an diesen Taktierereien, da sieht man seine Feigheit, aber auch seine Berechnung, dass er alles eigentlich nur für den eigenen Vorteil macht und nicht für andere Werte. Dann kommt die Szene im Liebeskabinett, wo er nochmal mit seinen zwei Frauengestalten aufeinander trifft, mit Käthchen und mit Guste. Auch Gust und Käthchen behaken sich jetzt hier sozusagen und beschimpfen sich, versuchen sich in ihrer Ehre anzugreifen, weil Guste erst jetzt im Liebeskabinett davon erfährt, warum alle anderen sie schon so komisch angeguckt haben den ganzen Abend, nämlich wegen diesem Gerücht, dass sie und Wolfgang Halbgeschwister wären und damit ihre Verlobung ein Skandal wäre. Und das geht dann auch weiter sozusagen, also Käthchen geht irgendwann. Guste wird von Dietrich so halb getröstet. Also er fühlt sich weiterhin zu ihr hingezogen sozusagen. Also es passiert jetzt erstmal nichts Großartiges sozusagen. Aber man sieht schon die zwei. Also Käthchen ist eher weg und Guste und Dietrich rücken hier zusammen. Und am Schluss dieses Abends, dann betrinkt sich Dietrich noch mit Wolfgang Buck, das heißt, und die zwei agieren wie die besten Freunde, das heißt sozusagen, auch hier ist so das, was er die ganze Zeit vor sich herträgt mit Werten und so weiter, ihm eigentlich total egal, sondern er versucht sich da nochmal mit Wolfgang Buck zu messen und in diesem Gespräch kommen auch ganz viele Ideen, sozusagen politische Ideen nochmal zur Sprache und es kommt auch Wolfgang Bucks zynische Art auf die Welt zu schauen, zur Sprache, auch zynische Art über Nationalismus und so weiter nachzudenken. Hier könnt ihr aus dieser Szene sehr viel rauslesen, darüber wieder, wie Heinrich Mann sich über bestimmte Gedankengänge lustig macht. Einmal Dietrich als das Modell des deutsch-nationalen, deutsch-tümmelten, bisschen dümmlichen, verlogen Werte verfolgenden Menschen und Wolfgang Buck als der Typ des zynischen Intellektuellen, der eigentlich nichts ernst nehmen kann, sozusagen keine Werte wirklich so wichtig hat, dass man sie nicht in Frage stellen kann. Und über beide Personen sozusagen macht sich diese Szene lustig, weil beide auf ihre Art und Weise jeglichen Anstand vermissen lassen. So, und dann kommt nach dem Harmonieball, also die beiden sind völlig sturzbesoffen vom Harmonieball abtransportiert worden. Am nächsten Tag wacht Dietrich auf mit einem Wahnsinnskater, muss sich bei allen entschuldigen, weil sich Wolfgang Buck und Dietrich Hässling so unmöglich benommen haben, dass er dann eine Runde durch ganz Netzig macht, um sich bei allen Damen zu entschuldigen, deren Abend er sozusagen durch sein ungebührliches Verhalten offensichtlich gestört hat. Und dann wird er eingeladen, also dann werden seine Schwestern und er werden eingeladen zum Tee bei von Vulko, bei Gräfin von Vulko. Die Mädchen sitzen dann, also die jungen Frauen sitzen bei Frau von Vulko sozusagen und trinken Tee. Und währenddessen geht dann Dietrich Hässling, weil er mit von Vulko reden will, zu ihm ins Büro. Diese Szene ist auch relativ
Wichtig, weil sie zeigt, inwiefern zwar Diederich Hässling jetzt in der Netziger Gesellschaft gestiegen ist im Ansehen, aber von Vulko immer noch als Untertan behandelt wird, gesehen wird und auch am Ende benutzt wird, sozusagen. Am deutlichsten wird es dadurch, Diederich Hässling kommt in das Arbeitszimmer von Vulko und der hat dort einen großen Hund, so seinen Hund Schnaps. Und im Prinzip hat man das Gefühl, Schnaps ist eigentlich wichtiger als Diederich Hässling, was auch so ein satirisches Element ist, dass sozusagen Diederich Hässling für von Vulko weniger ist als sein Hund. Und der Hund, der knurrt ihn auch an, bedroht ihn, von Vulko ignoriert ihn an bestimmten Stellen dieses Gesprächs. Inhalt des Gesprächs, das geführt wird, ist aber im Prinzip so wie vorher, vor dem Harmonieball, Diederich Hässling mit Napoleon Fischer als Sozialdemokraten Absprachen politischer Natur getroffen hat, so trifft er jetzt mit von Vulko auch Absprachen darüber, wie er sozusagen Stadtverordneter wird, wie er sozusagen für die deutsch-nationale Sache in Netzig zu wirken gedenkt und inwiefern er sich dafür einsetzt, dass statt eines Säuglingsheims, also das ist eigentlich das Projekt der liberalen Bürger und der liberalen Partei, das sozusagen von einem Erbe, das ein alleinstehender, wohlhabender Bürger Netzigs sozusagen der Stadt macht, dieses Geld nicht dafür zu benutzen, ein Säuglingsheim, also ein Heim für Babys sozusagen zu errichten, sondern das Geld zu nutzen, um ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal in dieser Stadt zu bauen. Es gibt dann Absprachen sozusagen darüber, dass das Säuglingsheim nicht gebaut wird, dafür das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, aber dass er sozusagen Napoleon Fischer zugesichert hat, dass auch ein Gewerkschaftshaus gebaut wird sozusagen und Vulko sagt, wenn am Ende in Netzig das Gewerkschaftshaus steht sozusagen, aber kein Kaiser-Wilhelm-Denkmal, dann würde er das Leben für Diederich Hässling zur Hölle machen. Also er droht ihm hier. Diederich Hässling bietet dann dem von Vulko an, dass er ein Grundstück für das sozusagen, also es ist ein Grundstück quasi von also das Haus, das Elternhaus, Grundstück und das Grundstück der Firma von Diederich Hässling ist das Grundstück, das ursprünglich geplant war, um dort das Säuglingsheim zu errichten. Da hatte auch schon der alte Buck mit ihm gesprochen, ob er das verkaufen würde, weil das die richtige Stelle sei. Und jetzt würde es halt das Baugrundstück werden für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und Diederich Hässling bietet sozusagen von Vulko das Vorkaufsrecht an, mit der sozusagen Begründung, dass er Grundstücksspekulationen vorgreifen will. Aber von Vulko sieht sofort, dass hier Diederich Hässling versucht, sozusagen Immobilienspekulationen mit diesem Geheimwissen, dass dieses Grundstück für das Denkmal gebraucht werden würde, daraus Gewinn zu schlagen. Und an dieser Stelle schmeißt ihn Vulko im Prinzip raus. Der ignoriert ihn komplett. Droht ihm damit, ihn sozusagen verhaften zu lassen. Und Diederich Hässling sozusagen sieht, dass er sozusagen, also sieht nicht, dass er ungerecht behandelt wird, sondern sieht hier die große Macht am Wirken, die ihn unter ihren Stiefeln zerquetscht. Und eigentlich findet er das wieder großartig, dass er so schlecht behandelt wird. Erinnert euch an diesen sadomasochistischen Charakter, der nichts anderes kennt, als entweder andere zu beherrschen, zu dominieren oder beherrscht zu werden. Und hier von Vulko befriedigt da alle seine masochistischen Tendenzen. Danach kommt wieder eine sehr satirische, sehr lange Passage, also über 10 Seiten von 81 bis 90 sozusagen, also 381 bis 90. Das ist nach der Verlobung mit Guste, also er geht eine Verlobung mit Guste ein als nächstes sozusagen und da ist es das Besondere, dass er auch nicht sozusagen einfach nur eine Liebesheirat hat, sondern er sagt erst zu, als die Mutter und Guste tatsächlich auf den Tisch legen können und beweisen können, dass Guste wirklich so viel Geld hat. Das heißt, an sich sozusagen
lügt er sich selbst vor, dass er ihre Ehre rettet durch die Heirat, aber eigentlich rettet er auch seine Familie, denn ihr wisst, er hat ja auch große finanzielle Schwierigkeiten durch die Probleme, die er vorher hatte. Jetzt hat er zwar in Aussicht nach dem Gespräch von Vulko, in dem es auch darum ging, wie viele Aufträge von Vulko ihm vielleicht für seine Papierfabrik verschaffen könnte. Aber er hat immer noch den Bedarf an Geld, weil er ja auch nicht weiß, ob das jetzt alles am Ende seine ganzen Machenschaften, die er sozusagen eingefädelt hat, also die Absprachen mit Napoleon Fischer, die Absprachen mit dem alten Buck, die Absprachen mit von Vulko, ob am Ende alles aufgeht. Das heißt, er versucht eigentlich alle Fäden zu ziehen und das vierte Eisen im Feuer ist jetzt Guste mit ihrer Mitgift. Nachdem die Verlobung in Netzig bekannt wird, gehen die zwei in eine Lohengrin-Vorstellung. Lohengrin ist eine Oper von Wagner. Wagner wurde sehr von Deutschnationalen verehrt. Lohengrin ist eine alte germanische Sage, die dann sozusagen auch von Wagner in einer Oper verfasst worden ist. Und in diesem ganzen Opernerlebnis führt sozusagen Heinrich Mann satirisch vor, mit wie wenig Kunstverstand Dietrich Hässling daran geht. Da gucken wir nachher nochmal drauf. Der Abschluss dieses Kapitels ist dann die Hochzeit mit Guste. Während der Hochzeit oder kurz davor kommt ein Abgesandter der Aristokratie und zwingt Dietrich Hässling dazu, das für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal vorgesehene Grundstück zu einem absolut viel zu günstigen Preis an einen Grafen zu verkaufen. Das heißt, von Vulko hat selbst jetzt zwar nicht die Fäden hier gezogen, also sozusagen selbst nicht zugeschlagen, hat aber einem Freund den Tipp gegeben, einem befreundeten Aristokraten. Und im Prinzip wird Dietrich Hässling hier komplett von dieser Aristokratie abgezogen, würde man sagen. Also er muss viel zu günstig verkaufen, er wird unter Druck gesetzt, geht dann völlig benommen zurück in die Hochzeit. Wird dann sozusagen verheiratet und in dieser Hochzeitszeremonie kommt dann ein anderer Mensch und verleiht ihm den Kronenorden vierter Klasse. Und damit ist sozusagen quasi diese, also sozusagen genau dieses sadistisch-masochistische sozusagen gesehen. Erst wird er sozusagen gedemütigt von den Aristokraten, gezwungen, sein Grundstück günstiger zu verkaufen, damit die einen Vorteil davon haben. Dann bekommt er das Geschenk sozusagen, diesen Kronenorden, der ihn vor der gesamten Gesellschaft auszeichnet als jemand, der Bedeutung hat in diesem kaiserlichen System. Und das schließt ab. Guste und Dietrich gehen sofort auf Hochzeitsreise. Und in dem Hochzeitszug, bevor die zwei sozusagen ihre ehelichen Sex vollziehen, weist er nochmal dafür hin, dass sie das alles jetzt nur tun für den Kaiser und sie schmachtet seinen Orden an. Und im Prinzip wird das auch wieder so ein satirisches Element, wo sozusagen er die ganzen Demütigungen adelt, indem er sozusagen wieder Teil dieser Macht wird und sogar seine eigene Liebe in diese ganze Hierarchie reinsetzt. So, ihr Lieben, die Inhaltszusammenfassung waren jetzt schon fast 20 Minuten, aber wir kommen nochmal zum Überblick. Also, dieses Kapitel ist dafür da, dass sich das vorgeführt wird, wie die Netziger Gesellschaft sich jetzt zu diesem im Prozess neu wahrgenommenen Dietrich Hässling verhält. Wenn ihr euch diese Situation anschaut, vor dem Kapitel ist es so, wir haben von Vulko, der steht ganz oben. Das heißt, die Aristokratie hält sich eigentlich immer aus allem raus und beherrscht am Ende doch alle. Dann haben wir darunter die Netziger Gesellschaft und vor dem Prozess war es so, dass sowohl Jadassohn als Käthchen Dietrich überlegen war, Guste Dietrich überlegen war, Wolfgang Buck Dietrich überlegen war und der alte Buck auch. In dem Prozess kehrt sich das zumindest um oder stellt sich in Frage. Mindestens Wolfgang Buck wandert einmal nach unten, weil er sich durch seine Art des Plädoyers, wo er sich hat hinreißen lassen, zu allgemeinen von der Gesellschaft nicht geschätzten Aussagen, dann schon in Ungnade gefallen ist. In diesem fünften Kapitel wird jetzt durchdekliniert an allen verschiedenen Personenkonstellationen, wie Dietrich Hässling auf einmal in allem die Oberhand bekommt.
Er entscheidet sich für Guste statt für Käthchen. Damit sinkt Käthchen auch, wird vorgeführt, inwiefern sie sozusagen als Frau, die sich von Männern nicht bestimmen lässt, dann gleichzeitig aber auch ein Problem mit ihrem gesellschaftlichen Ruf hat, um den sie aber kämpft. Also sie sieht das schon, das sieht man nachher im Harmonieball, wie sie auf Guste reagiert und die zwei sich anzicken, wer jetzt noch ehrenhaft ist und wer eben nicht mehr. Jadasson sinkt in der Gunst der Netziger Gesellschaft. Heinrich Mann lässt hier den Antisemitismus dieser Gesellschaft immer wieder durchscheinen. Und im Prinzip ist der auslösende Punkt, dass er sozusagen auf der Bühne mit seinen Segelohren nicht besonders gut wirkt und sich aber gleichzeitig noch wahnsinnig wichtig nimmt und deswegen auch in allen anderen Bereichen durchfällt im gesellschaftlichen Urteil. Das ist natürlich auch satirisch. Darauf kommen wir später. Guste wird innerhalb dieses Kapitels durch das Gerücht demontiert. Vorher war sie jemand, der über Dietrich Hässling sozusagen steht, sich gegen ihn wehrt, wenn er versucht, Wolfgang Buck schlecht zu machen und sich im Prinzip mit ihrem Geld, das sie ja hat, als selbstständige Frau, die sich ihren Mann aussuchen kann, fühlt. Durch dieses Gerücht, dass sie verlobt wäre mit ihrem Halbbruder, Wolfgang Buck, ob das stimmt oder nicht, aber auf jeden Fall benimmt sich die gesamte Netziger Gesellschaft so, als wäre es schon ausgemachte Sache. Sie schneiden Guste, und keiner möchte etwas mit ihr zu tun haben. Dadurch nutzt ihr jetzt ihr Geld nichts mehr, denn auf einmal erscheint sie als nicht mehr heiratsfähig für einen Mann von Ehre. Dadurch, dass Dietrich sie jetzt doch nimmt, er beschreibt das ja, ich ziehe sie zu mir herauf, quasi mit meiner Ehre, die ich habe, ist es so, dass Guste jetzt von ihm abhängig ist und deswegen nicht mehr so mächtig ist. Er dominiert sie. Bei Wolfgang Buck ist es ein bisschen unterschiedlich, aber Wolfgang Buck demontiert sich eigentlich nach und nach selbst. Den Schlussakkord setzt ganz am Ende des Kapitels die Situation, wo er nach dem Harmonieball auf Dietrich Hässling trifft, ihm sagt, dass er sich jetzt doch endgültig fürs Theater entschieden hat und im Prinzip Dietrich bittet, für ihn mit Guste Schluss zu machen. Und das ist natürlich so ein unehrenhaftes Verhalten. Sogar nach heutigen Maßstäben würde man sagen, okay, jemand, der seinen Freund bittet, mit der Freundin Schluss zu machen, das ist schon echt unterste Schublade. Das heißt, Wolfgang Buck demontiert sich selbst und gibt sozusagen Dietrich Hässling hier auf der Liebesebene freie Bahn. Der letzte ist der alte Buck, der auch innerhalb dieses vierten Kapitels immer seniler wirkt, immer mehr so wirkt, als würde er nicht mehr überschauen, worum es insgesamt geht und sich von Dietrich Hässling lenken lässt, manipulieren lässt und im Prinzip auch so am Ende dieses Kapitels schwach wirkt, schwach und alt und auch wiederum von der Netziger Gesellschaft ausgestoßen als jemand, der sozusagen durch dieses Gerücht, er habe seinen Sohn, seiner eventuell unehelichen Tochter zugesprochen, um für sie zu sorgen, eine quasi pervertierte Idee von Familiensinn ihm vorgeworfen wird. Wir wissen bis zum Schluss nicht, ob das wirklich stimmt oder nur ein Gerücht dieser Gesellschaft ist, aber auf jeden Fall reagiert die gesamte Gesellschaft so und ihr seht das, dass dann Dietrich sozusagen ganz oben steht. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgreifen auf dieses Untertanenmuster, dann seht ihr hier, von Vulko repräsentiert hier das Kaiserreich. Er ist ja auch de facto als in seiner Funktion der Repräsentant des Kaisers hier in Netzig. Insofern ist es so, dass der Kaiser noch ganz oben steht. Der wird ja auch repräsentiert in dem Orden. Es ist durch diese Situation, wo Dietrich Hässling erst dem Kaiser gedenkt, bevor er sozusagen Sex mit seiner Frau hat. Satirisch auf die Spitze getrieben. Und es wird so richtig deutlich, inwiefern sich hier masochistisch Dietrich Hässling in allen Situationen dem, was das Kaiserreich und sein System repräsentiert, unterordnet. Auf einer eher parallelen Ebene steht Napoleon Fischer, der Sozialdemokrat und Gewerkschafter. Er ist im Prinzip genauso mächtig. Für ihn ist der Kaiser total egal. Er denkt an seine eigenen Ziele. Und Napoleon Fischer ist auch nicht verbunden mit der Netziger Gesellschaft, weil die finden ihn sowieso
Daneben, sie schauen auf Menschen wie ihn herab, auf Arbeiter. Das heißt, die Netziger Gesellschaft ist für ihn keine Referenz. Insofern wirkt er mächtig und stark und als gleichberechtigter Verhandlungspartner mit Diederich Hässling. Gleichzeitig sieht man auch Menschen, die sozusagen so klar sind, an vielen Stellen wird immer wieder die Angst, die Diederich Hässling vor Napoleon Fischer hat, deutlich. Insofern ist es zwar so, dass wir nicht genau wissen, wer hier gewinnt, aber von den Emotionen her ordnet sich Diederich Hässling Napoleon Fischer immer unter. Für ihn wirkt er wie jemand, der mächtig ist und seine Macht auch zu gebrauchen weiß. Die Rücksichtslosigkeit wiederum ist auch etwas, das für Diederich Hässling ja absolutes Kennzeichen der Macht ist. Also ihr habt das vorher schon gesehen. Für ihn ist es so, es sind harte Zeiten und man muss hart sein, damit man hier nicht untergeht. Insofern ist für ihn Härte, Grausamkeit, Rücksichtslosigkeit immer ein positives Attribut von Macht. Und insofern wäre Napoleon Fischer, der im Prinzip auch sozusagen für seinen politischen Erfolg und den Erfolg seiner Partei die Arbeiterrechte auch mal verrät, wenn es sein muss, wie bei diesem Mädchen, das den Arm in die Maschine bekommen hat. Und auch bei von Vulko, der sozusagen ja Diederich Hässling im Prinzip schlechter als seinen Hund behandelt, immer in dieser Grausamkeit, in dieser Rücksichtslosigkeit eigentlich das Element enthalten, das für Diederich Hässling diese beiden Personen zur absoluten Macht erklärt und verklärt. Also wir schauen uns jetzt einige satirische Elemente an. Zuerst mal die Feigheit von Diederich Hässling, die ihr an vielen Stellen seht. Ich nehme jetzt exemplarisch einfach mal drei Szenen raus. Die erste ist ein Dialog mit der Gräfin auf 299 im Reclam. Das ist vor dem ersten Akt oder während dem ersten Akt im Theater. Wer ist denn die schreckliche Person? Fragte Diederich, bevor er es bedacht hatte. Frau von Vulko war erstaunt. Es ist doch die komische Alte vom Stadttheater. Wir hatten sonst niemand für die Rolle, aber meine Nichte spielt ganz gern mit ihr. Und Diederich erschrak. Mit der schrecklichen Person hatte er die Nichte gemeint. Das Fräulein Nichte ist ganz reizend, beteuerte er schnell und blinzelte entzückt nach dem dicken roten Gesicht, das gleich auf den Schultern saß. Und es waren Vulkos Schultern. Talent hat sie aber auch, setzte er der Sicherheit wegen hinzu. Hier sieht man natürlich, dass er der Gräfin, die hier Repräsentantin des Adels ist, auch wenn er sie für ziemlich blöde und ungeschickt hält und auch das Theaterstück nicht mag, immer nach dem Mund redet, weil sie ja Macht hat und vor allen Dingen der Macht angehört. Das heißt, Diederich Hässling, das haben wir ja vorher schon gesehen, als er irgendwelchen Adligen begegnet, er ordnet sich immer unter und versucht, den Leuten alles zurechtzumachen, egal ob er anderer Meinung ist. Dann schauen wir uns als nächstes den Umgang mit dem alten Buck an, den man auch an verschiedenen Stellen sieht, aber auch zum Beispiel 357, nach dem Harmonieball, als er die Entschuldigungsrunde durch die Stadt macht und dann zum Schluss sozusagen auch noch zum alten Buck geht. Hiernach oblag es ihm, dem alten Herrn Buck einen Besuch zu machen und sein biedermännisches und schöngeistiges Gerede mit Ergebenheit anzuhören. Also hier merkt man auch schon, welche Einstellung er dem alten Buck entgegenbringt, nämlich dass er einfach nur ein Gerede hat, was natürlich eine despektierliche, abschätzige Bewertung der Aussagen von dem alten Buck ist. Dafür ward er Kandidat der Freisinnigen Partei. Das heißt, auch wenn er jetzt schon festgestellt hat, dass sozusagen der alte Buck nicht mehr so sehr angesehen ist, ist er immer noch derjenige, der ein hohes Gewicht in der Freisinnigen Partei hat. Und auch wenn eigentlich Diederich Hässling für Deutschnationale antreten würde, gibt es die in Netzig noch nicht wirklich. Und deswegen tritt er der derzeitigen Regierungspartei, nämlich den Freisinnigen, bei, um mit ihrer Hilfe ein Mandat im Stadtrat zu bekommen. Das heißt, er opfert eigentlich seine innere politische Einstellung sozusagen oder seine Werte dem persönlichen Fortkommen. Und später wird man auch sehen, dass er seine Stellung im Magistrat auch dafür benutzt, seinen eigenen Vorteil zu sichern und sich Informationen zu beschaffen. Als letztes schauen wir hier zu Dietrichs Feigheit einmal das Ankommen beim Tee bei von Vulko an. Und das ist eine längere Textstelle, aus der ich nur einige Passagen lese. Das ist 363.
Dietrich Hässling kommt in das Büro von Vulko, nachdem Frau von Vulko gesagt hat, er darf da hingehen. Guten Tag, Herr Präsident, sagte Dietrich mit einem Kratzfuß. Das ist eine Verbeugung. Na nu, quatschst du auch schon, Schnaps? Schnaps ist das der Name des Hundes, fragte Vulko, ohne sich umzusehen. Er faltete ein Papier, zündete langsam eine neue Zigarre an. Jetzt kommt es, dachte Dietrich. Aber dann begann Vulko etwas anderes zu schreiben. Das heißt, Vulko ignoriert ihn hier komplett und lässt ihn da einfach stehen, tut so, als hätte der Hund gebellt, als er von Dietrich begrüßt wird. Und dann geht das eine Zeit lang so weiter. Und Dietrich steht da. Und dann also werden wir in seine Gedanken mitgenommen von Heinrich Mann. Das ist weiter unten. Gemeines Vieh, dachte Dietrich. Und plötzlich wallte es in ihm auf. Empörung und der dicke Qualm verschlugen ihn dem Atem. Also der dicke Qualm von der Zigarre von Ulko. Er dachte mit unterdrücktem Keuchen, wer bin ich, dass ich mir das bieten lassen muss? Mein letzter Maschinenschmierer lässt sich das von mir nicht bieten. Also seine Angestellten behandeln ihn nicht so wie von Vulko. Ich bin Doktor. Ich bin Stadtverordneter. Dieser ungebildete Flegel hat mich nötiger als ich ihn. Alles, was er heute Nachmittag erlebt hatte, nahm den übelsten Sinn an. Also das, was er sozusagen in der Gesellschaft, in der Teegesellschaft bei Frau von Vulko erlebt hat, wo er mit ganz vielen Adligen zusammengetroffen war. Man hatte ihn verhöhnt. Der Bengel von Leutnant hatte ihm den Rücken geklopft und vorher war er noch froh, dass seine Schwestern mit den Adligen verkehren. Diese Kommissköpfe und adligen Puten hatten die ganze Zeit von ihren albernen Angelegenheiten geredet und ihn wie dumm dabei sitzen lassen. Und wer bezahlte die frechen Hungerleider? Wir. Gesinnung und Gefühle, alles stürzte in Dietrichs Brust auf einmal zusammen und aus den Trümmern schlug wild die Lohe des Hasses. Menschenschinder, Säbelrassler, hochnäsiges Pack, wenn wir mal Schluss machen mit der ganzen Bande. Die Fäuste ballten sich ihm von selbst. In einem Anfall stummer Raserei sah er alles niedergeworfen, zerstoben. Die Herren des Staates, Heer, Beamtentum, alle Machtverbände und sie selbst die Macht. Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen, gegen die wir nichts können, weil wir alle sie lieben, die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben. Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. Von der Wand dort hinter blauen Wolken sah ein eisern hernieder ihr bleiches Gesicht, eisern gesträubt, blitzend. Dietrich aber in wüster Selbstvergessenheit hob die Faust. Das heißt, hier habt ihr den inneren Kampf, wo man im Prinzip sagen kann, alles, was zu dieser Zeit an revolutionären Vorwürfen gegen die Aristokratie hervorgebracht wird, wird hier in Dietrichs Kopf sozusagen emotional zusammengemischt mit seiner Verehrung für die Macht. Also ihr habt ja hier fast dieselben Worte, die er vorher schon hat, sozusagen, wenn er über den Kaiser spricht. Und das Letzte, dort hinten an der Wand, das ist das Porträt des Kaisers sozusagen und er hebt sozusagen die Faust gegen dieses Porträt. Und dann geht's weiter. Da knurrte der vulkursche Hund unter dem Präsidenten hervor und kam ein donnerndes hervor, aber kam ein donnerndes Geräusch, ein lang hinrollendes Geknatter und Dietrich erschrak tief. Das heißt hier seine ganzen revolutionären Gedanken, einmal knurrt der Hund und alles ist wieder vergessen. Er verstand nicht, was dies für ein Anfall gewesen war. Also das heißt, er geht sofort wieder zurück in diese Demut, in seinen Platz in der Hierarchie, wo es natürlich total normal ist, dass man so behandelt wird, wie ein Hund, schlechter als der Hund. Das Gebäude der Ordnung, wieder aufgerichtet in seiner Brust, zitterte nur noch leise, das heißt wankte nur noch leise. Der Regierungspräsident hatte wichtige Staatsgeschäfte. Man wartete eben, bis er einen bemerkte. Dann bekundete man gute Gesinnung und sorgte für gute Geschäfte. Das heißt, man ordnet sich unter, man akzeptiert diese ganzen Schmähungen, damit man dann am Ende gute Geschäfte machen kann, also im Prinzip ökonomischen Vorteil hat. Und wieder dasselbe, wir haben seine Feigheit. Und im Prinzip ist er quasi in seinen Gedanken schon Rebell, aber sobald der Hund einmal knurrt, ist das alles wieder vergessen. Und dann kommt die Begrüßung von Vulko. Na, Doktorchen, sagte Herr von Vulko und drehte seinen Sessel um. Was ist mit Ihnen los? Und dieses Doktorchen, diese Verniedlichung, dieses Diminutiv, das ist natürlich auch die sprachliche Umsetzung von dieser Missachtung, die von Vulko hier Dietrich Hässling zeigt.
und die Dietrich Hässling auch komplett akzeptiert. Ein weiteres satirisches Element sind natürlich immer wieder die Ideale des deutschen Mannes. Und da ist am besondersten sozusagen die Gegenüberstellung einmal von seinen Gedanken ganz am Anfang über Guste und der Verlobung. Ich gehe mal auf Seite 290. Das ist da, wo er nach dem Abend quasi mit Käthchen Zillig und Jadasson darüber nachdenkt, wie schlecht die Frauenwelt ist. Und auch über das Gerücht, das sich über Guste Deimchen, also so in Netzig verbreitet. Mit gepanzerter Faust sagte er ernst in sein Bier hinein. Und das Deckelklappen, womit er das vierte Glas herbeirief, klang wie Schwertgeklirr. Auch hier wieder satirisch. Deckelklappen, also mit dem Deckel vom Bierkrug rumklappern, wie Schwertgeklirr. Also dieses, ihr hattet das schon bei den Burschenschaftsszenen ganz am Anfang, dass dieses sich besaufen im Prinzip als mannhafte Tat ebenso viel gilt, wie sich mit dem Schwert in den Krieg stürzen. So, also hier dasselbe satirische Element. Nach einer Weile verlor seine Haltung an Härte. Bedenken kam. Sein Eingreifen würde immerhin bewirken, dass die ganze Stadt mit den Fingern auf Guste Deimchen zeigte, also wenn er sozusagen jetzt hier in dieses Gerücht noch weiter Öl in das Feuer goss. Kein Mann, der halbwegs Common hatte, also Anstand, heiratete solch ein Mädchen noch. Dietrichs eigenstes Empfinden sagte es ihm, seine eingewurzelte Erziehung zur Mannhaftigkeit und zum Idealismus. Schade, schade um Gustes 350.000 Mark, die nun herrenlos und ohne Bestimmung waren. Die Gelegenheit wäre günstig gewesen, ihnen eine zu geben. Dietrich schüttelte den Gedanken mit Entrüstung ab. Und keine 100 Seiten später heiratet er, also verlobt sich mit Guste, aber eben aus rein ökonomischen Gründen oder hauptsächlich ökonomischen Gründen. Da sind wir bei 379. Die zwei haben sich ihre Liebe gestanden. Die Mutter kommt rein und sie erzählen der Mutter, dass sie nun verlobt werden und heiraten wollen. Und Guste sagt: Wolfgang war sowieso ein bisschen zu miesepetrig, außer er hatte was getrunken. Bloß die Familie. Dagegen kommen Hässlings nicht auf. Das heißt, sie versucht noch so ein bisschen ihren Ruf zu retten, dass ja die Familie des Alt, also von Buck sozusagen unheimlich viel mehr hermacht als die Hässling-Familie. Und da antwortet aber Dietrich, das werden Sie sehen, behauptete Dietrich. Und er kündigte an, dass nichts abgemacht sei, also dass er noch nicht wirklich zusagt mit der Verlobung, solange das Praktische auch nicht stimmte. Die Ausweise über Gustes Mitgift mussten herbei, dann verlangte er Gütergemeinschaft, das heißt, dass er genauso über das Geld bestimmen darf wie Guste. Und was er nachher mit dem Gelde anfing, da durfte niemand hineinreden. Bei jedem Widerspruch hielt er den Türgriff schon in der Hand und jedes Mal sprach Guste leise und angstvoll zu ihrer Mutter: Soll denn morgen die ganze Stadt sich den Mund verrenken, weil ich den einen los bin und der andere ist auch gleich wieder weg? Als alles stimmte, war Dietrich jovial. Er aß zu Abend mit den Damen und wollte schon, ohne lange zu fragen, das Dienstmädchen nach einem Verlobungssekt schicken. Das heißt, er willigt erst ein, als im Prinzip Guste Deimchen und ihre Mutter ihm versprechen, dass er das ganze Geld bekommt und auch den Zugriff und dass er nur unter dieser Bedingung bereit wäre, sie wirklich zu heiraten und droht auch immer wieder damit wegzugehen. Und Guste wiederum ist so sehr um ihren Ruf besorgt, der tatsächlich zu dieser Zeit ja auch absolut wichtig war, wenn du dich als Frau in der Gesellschaft bewegen wolltest. Und sie ist dazu bereit, alle diese Bedingungen zu akzeptieren. Das heißt, wir haben hier die Ideale eines deutschen Mannes am Anfang, im Bierkrug sowieso, also im Suff denkt er an seine Ideale. Aber wenn er klar ist, dann ist er völlig berechnend und überhaupt nicht für die Ideale zu haben. Und natürlich wird dieser Verrat an den Idealen, die ihm anscheinend so wichtig wären, auch deutlich in den Verhandlungen mit Fischer und von Vulko, wo er im Prinzip alle seine Werte verkauft für das Mandat im Stadtrat, für seinen ökonomischen Erfolg, also fürs Geschäft und dafür, dass er durch diesen Orden Anerkennung vom Kaiserreich bekommt. Eine weitere komplett satirische Szene ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Lohengrin-Aufführung, der Guste und Dietrich Hässling beiwohnen nach ihrer Verlobung.
Und Lohengrin wird hier immer wieder als die echte nationale Kunst hervorgehoben. Aber es wird an vielen Stellen deutlich, dass Guste und auch Diederich Hässling überhaupt gar keine wirkliche Ahnung von der Oper, also von der Kunst haben. Sie beurteilen alles nur auf, indem sie sozusagen das, was auf der Bühne passiert, auf ihr eigenes Leben und die Bedeutung dafür sozusagen zurückführen. Es kommt immer wieder Antisemitismus vor. Diese Verehrung für das Gottesgericht in dem Lohengrin ist wieder typisch dafür, dass Diederich Hässling immer sozusagen sich nach der höchsten Macht ausrichtet, keine eigenen Entscheidungen treffen möchte in seinem Leben, immer alles versucht, an eine höhere Stelle zu delegieren und sozusagen sich selbst nur als ausführendes Rädchen, als Untertan sozusagen selbst zu sehen. Insofern muss ihm diese Entscheidung durch das Gottesgericht, was also über dem Kaiser ist ja noch Gott sozusagen, als das absolut Perfekte erscheinen. Er sieht sich selbst wie Lohengrin, Elsa ist dabei Guste und Ortrud Käthchen. Aber gleichzeitig kritisiert er auch den Lohengrin, wenn dieser sozusagen nach seinen Werten handelt und denkt, ah, er müsste doch berechnender sein, zum Beispiel, dass er eben nicht seine wahre Identität verraten würde, sondern sollte sozusagen berechnender handeln. Und da wird auch wieder deutlich, dass eigentlich Diederich Hässling diese hohen Werte immer opfern würde für den persönlichen Vorteil. Oder wenn er sich sozusagen wegduckt in einer Hierarchiesituation. Am deutlichsten wird das zugespitzt in Diederichs Kunsttheorie, die am Schluss dieser Aufführung auf Seite 390 deutlich wird, wo Guste wissen möchte, was die wichtigste Kunst ist. Und Diederich entgegnet dann, einmal auf so hohem Gedankenflug begriffen, äußerte sich Diederich über die Kunst im Allgemeinen. Unter den Künsten gab es eine Rangordnung. Die höchste ist die Musik. Daher ist es die deutsche Kunst. Dann kommt das Drama. Warum? Fragt Guste. Weil man es manchmal in Musik setzen kann und weil man es nicht zu lesen braucht und überhaupt. Also schon alleine irgendwie Musik ist die höchste Kunst und wenn es dann ein Theaterstück ist, das in Musik gefasst wird, dann ist es noch viel besser, weil man da nicht lesen muss. Also im Prinzip dieser Anti-Intellektualismus, der hier vorgeführt wird. Guste will dann wissen, und was kommt dann? Die Porträtmalerei natürlich wegen der Kaiserbilder. Also im Prinzip eigentlich gar keine innerhalb der Kunsttheorie begriffene Theorie, sondern eigentlich nur aus seinem sonstigen Wertebild die Kunst auch zu beurteilen. Und der Roman. Der ist keine Kunst, wenigstens Gott sei Dank keine deutsche. Das sagt schon der Name, weil Roman halt aus dem Französischen kommt. Und hier wird natürlich satirisch zugespitzt, dass hier dem Diederich Hässling überhaupt gar kein ästhetischer Geschmack zugestanden wird, sondern er alles seinem hierarchischen Weltbild unterordnet, sogar die Kunst. Und da auch keine eigene Meinung zu haben kann, sondern sie im Prinzip bekomme, was wolle, einfach unterordnet. Insgesamt wird natürlich auch die Gesellschaft hier wie oft gezeichnet. Es ist ja nicht nur so, dass Diederich Hässling stellvertretend steht für so einen Untertanengeist, der hier karikiert wird von Heinrich Mann, sondern Heinrich Mann karikiert auch die gesamte Gesellschaft des Kaiserreichs. Deswegen zeigt er auch, inwieweit die Liberalen sich an bestimmten Stellen sozusagen falsch verhalten. Er zeigt, wie die Sozialdemokraten sich falsch verhalten und natürlich auch, wie die Deutschnationalen sich falsch verhalten oder die Aristokraten. Generell wirkt diese Gesellschaft ständig bemüht um ihre moralischen Vorstellungen und genügt ihnen doch am Ende selbst überhaupt nicht. Alle zerreißen sich ständig das Maul, lästern, versuchen mit übler Nachrede die Konkurrenten auszustechen, teilweise ohne Sachurteile, wirklich nur auf Hörensagen. Und das kann man absolut nicht als moralisch und ehrenwert wahrnehmen. Das ist auch so gemeint von Heinrich Mann. Ein Beispiel für diese Dümmlichkeit von bestimmten gesellschaftlichen Meinungen über Personen, also das gesellschaftliche Ansehen, ist zum Beispiel auch der Umgang mit Jadason hier in dem Theaterstück. Jadason ist ja
ein Staatsanwalt, also im Prinzip jemand, der das Recht des Kaisers vertritt in Netzig. Er wird eigentlich von allen gefürchtet, mehr gefürchtet als geschätzt. Es schwingt ja auch immer Antisemitismus, da er Jude ist, immer wieder mit in den Szenen, in denen über ihn geurteilt wird. Aber an sich ist er ein harter Staatsanwalt, der sich aufgrund seiner Aufgabe Respekt, erworben hat. In diesem Theaterstück wird er jetzt von dem Saal, aber auch von Dietrich Hässling, der Gräfin gegenüber, wegen seiner abstehenden Ohren und seinem wichtigtuerischen Gebaren auf der Bühne als Schauspieler verurteilt. Und dann wiederum wird das aber als Rückschluss auf seinen Beruf gesehen. Und das sieht man zum Beispiel auf Seite 303, wenn die Gräfin von Wulkow zur Schwiegermutter des Bürgermeisters Scheffelweis und zur Landgerichtsrätin Harnisch sagt: Herr Assessor Jadason ist als Staatsanwalt unmöglich. Ich werde es meinem Mann sagen. Das bedeutet, dass dieses Geläster der Gesellschaft auf eine Ebene, die überhaupt nichts mit Jadasons professionellen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten als Staatsanwaltschaft zu tun bekommt, in seiner Freizeitbeschäftigung als Schauspieler, dann einfach übertragen wird, und man kann davon ausgehen, dass wenn Frau von Wulkow ihrem Mann, der sozusagen den Kaiser in Netzig vertritt als Regierungspräsident, wenn sie ihm etwas Negatives über Jadason sagt und sagt, dass er als Staatsanwaltschaft unmöglich ist, dass dessen Karriere auch unter Umständen zerstört ist. Also das heißt, hier wird an bestimmten Stellen vorgeführt, wie dumm diese Gesellschaft handelt in bestimmten Bereichen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, empfiehlt ihn weiter und wir sehen uns bald wieder zum letzten Kapitel von dem Untertan.